Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen wieder mal ein bisschen Star Wars Movie Duels, denn es gibt tatsächlich doch noch ein paar versteckte Missionen, die so ein paar Was-wäre-wenn-Szenarien abbilden. Oh Leute, hier gibt es doch noch einige Was-wäre-wenn-Szenarien, die man sich anschauen kann. Ich habe mich mal heute dafür entschieden, dass wir uns anschauen, was wäre, wenn Anakin Skywalker gegen Darth Sidious auf der Invisible Hand kämpfen würde. Let's go, ich bin gespannt, was da geht. Wir haben auch so eine kleine Story da drum gebaut, zumindest glaube ich das. Good, Anakin, good. Oh ja, das setzt direkt hier an. Kill him. Kill him now. I shouldn't. Do it. Oh, und jetzt macht das nicht. Your arrogance blinds you. Was? Der turnt direkt gegen ihn? Now you will experience the full power of the dark side. Oha! Jo, was? Dooku! Dooku, hilf mir! Ich hab deinen Schüler besiegt, ich werde dich auch besiegen. Dooku. Der ist tot? Na gut, der hat doch beide Hände verloren, ne? Das ist deine Schuld. Oh mein Gott, er macht Blitze. Obi-Wan, bist du hier? Obi-Wan, ich weiß jetzt, wer der Sith Lord ist. Haben wir denn hier mit ihm... Oh, wir haben den Machtwürgegriff, okay. Haha. Oh, verdammt. Haben wir denn mit ihm irgendwie noch eine Möglichkeit, ihn zu besiegen hier? Weil wir können beide Lichtschwerter benutzen. Und jetzt den Move. It's treason. Ich hab nur gefragt mich. Oh, hier liegt Obi-Wan irgendwo. Obi-Wan, bist du da? Mann, der haut dann immer ab, wenn ich den Special Move versuche. Oh, jetzt stellt er sich da hin. Ah, das ist so ein Arsch. Nicht gegen ihn. Oh, er will mich. Ich hab den Opa umgestoßen. Komm, der muss doch nicht mehr. Der kann doch nicht mehr so viel aushalten, der gute Mann. Ja, Obi-Wan, ich hab ihn besiegt! Was? Was? Anakin Skywalker! I was expecting someone with your reputation to be a little... older. Grievous! Ah, den müssen wir eigentlich würgen können, ne? Obi-Wan, ich brauch dich! Ich glaube, wir können ihn nicht würgen. Ich glaube, wir können hier gar nichts machen. Können wir den. Ja, wir können immer seine Magna-Wachen umstoßen. Können wir die jetzt besiegen so? Oh, yo, oh, yo, was mache ich denn? Wir pirouetten, ich bin tot. Deine Scheiße. So, und jetzt hole ich mir die. Yo, oh, wie er den absticht. Warte mal, Grievous, ich. So, den holen wir uns auch noch. Nein, komm, Anakin, mach ihn doch. Mach ihn noch mal so. Na gut, dann holen wir ihn uns anders. Ja! Ich bin ausgewichen! Okay, Grievous, jetzt nur noch du und ich. Vielleicht müssen wir dem einfach mal im Nahkampf zeigen, wer hier der King ist. Und jetzt schnell drauf! Na komm, Anakin, den hättest du auch töten können! Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn der wirbelt, dann macht er irgendwie One-Shot einen weg, glaube ich. Boah, jetzt flext er da rum. Es ist vorbei, Grievous! Ich habe den High Ground! Ah, den Wirbel hat gerade gemacht. Jetzt müssen wir ihn angreifen. Komm, er kann nicht. Io, wir haben ihn! What have I done? Was? Was? Warum denn die Laien, nachdem er Grievous besiegt? Okay, dann haben wir hier noch eine Begegnung: Luke Skywalker gegen Darth Vader. Ich weiß nicht welche oder wann. Wir werden es sehen. Sieht aus wie ein Todesstern oder auf dem Sternenzerstörer oder so. Auf jeden Fall in Episode 6. I've trained you well, but you still have much to learn. You have nothing left to teach me. Jo, also auf jeden Fall ist Luke böse sauer auf ihn. Jo, er macht ja, yo, Vader, was ist denn los mit dir? Den Fall kann er nicht mithalten mit mir. Ja, das ging schnell. Ach, das ist Force Unleashed, oder?
Na gut, stehen wir mal auf. Ich glaube, das soll die Force Unleashed Challenge sein. Oh, wir haben auch den Machtwürgegriff. Ja, 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 ist ja gut. Das ist auf jeden Fall die Force Unleashed Stelle, Leute. Das ist quasi, was wäre, wenn Luke Skywalker anstelle von Starkiller irgendwie ihn gestellt hätte. Ja, du hast mir aber gerade voll eine gegeben. Das ist gar nicht mal so beeindruckend. Er ist entwaffnet! Jetzt sind wir auf einmal hier wieder. Oh, den hat er durchgeschmissen. Haben wir jetzt auch die Möglichkeit... Es ist wirklich genauso wie bei Force Unleashed. Haben wir jetzt auch die Möglichkeit auszusuchen, oder was? Yes, kill him. He was weak. Kill him and you can take your rightful place at my side. Wer ist denn der? Den kenne ich gar nicht. Na gut, machen wir erstmal das Ende mit Al Pacino. Ja, es ist ja... Du hast dich selbst... Kannst du aufhören, die ganze Zeit umzustoßen? Hallo? Ich komme gar nicht an dich ran, Mann. Das ist so frech. Hau ihn weg, Luke! Das war jetzt ja total einfach, dann, wenn man erstmal dran war. Hallo? Ja, hallo? Imperator? Was passiert hier? Ich weiß nicht, ob das so soll. Ich guck's mir nochmal an. Es ist anscheinend so gewollt. Ich weiß es nicht. Dann mache ich das mal kurz selber. Knie nieder, Imperator. Oh nein, ich habe verloren. Hahaha, ha, ha, jetzt bin ich der Beste hier. Danke für die Aufmerksamkeit. Alright, dann machen wir jetzt noch das andere Ende, Leute. Das heißt, wir greifen jetzt den guten Darthy MacDarth Vader an. Jetzt beenden wir es, Vater. Oh. Ah, kriegen wir hier wenigstens den richtigen Abschluss oder endet das genauso wie eben? You have restored peace and justice to the galaxy. Das stimmt, das habe ich. What is thy bidding, my master? Guck mal, das Vader atmen, huch. War ganz cool irgendwo, oder? Der Anfang mit Anakin auf der Invisible Hand war auf jeden Fall nochmal geiler. Aber ich bin froh, dass wir noch so ein paar Missionen haben, die wir uns anschauen können. Von daher, ich bedanke mich jetzt hier erst einmal bei euch fürs dabei sein. Vielen, vielen Dank. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir schauen uns ein bisschen was bei Movie Duels an. Also, bis dann und ciao. Ciao.